Mein Stil ist schon sehr eindeutig feministisch. Ich finde es ja nicht falsch, sich Gott männlich vorzustellen. Aber dann will ich ihn mir auch weiblich vorstellen dürfen. Verbinden mit Glauben oder mit Religion ja eher was Einengendes. Aber für mich ist es eben genau umgekehrt. Es befreit mich, es empowert mich, also bestärkt mich. Ich glaube an Gott. Gott, der oder die Liebe ist. Und ich glaube, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Ich bin Lena, ich bin 30 Jahre alt, ich lebe in Berlin und bin Pfarrerin. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, in Hessen und Rheinland-Pfalz. Eher in katholisch geprägten Gegenden, auch wenn ich ja evangelisch bin. Meine Mutter ist Kirchenmitglied, evangelisch, hat sich auch in der Kirche immer engagiert. Und mein Vater war mal Katholik und ist aber relativ früh aus der Kirche ausgetreten. Ich habe mich dann auch selbst dazu entschieden, dass ich getauft werden möchte mit 6 Jahren. Da hatte ich natürlich noch nicht das umfassende Bild von Religiosität und Kirche. Aber ich wollte es gerne und es war meine eigene Entscheidung. Ich hatte mich als Jugendliche immer in der evangelischen Kirche engagiert. Eben ab dem Zeitpunkt, wo ich zu alt war, um selbst in den Kindergottesdienst zu gehen, habe ich dann also Kindergottesdienste organisiert. Und dann bin ich also zum Studium nach Berlin gezogen. Und da war es für mich auch ganz selbstverständlich, dass ich mir also wieder eine Gemeinde suche und mich da weiter engagiere. Gleichzeitig habe ich mir dann aber eben auch die Frage gestellt, ist das richtig, wenn mein Ehrenamt mir viel mehr Freude macht als das, was ich gerade studiere und mal hauptberuflich machen werde? Das war schwer für mich. Das war eine Frage, die mich echt herausgefordert hat, an der ich lange geknabbert habe. Und dann habe ich mit einem Freund darüber gesprochen. Und der hat dann zu mir gesagt, du bist doch noch jung, kannst doch einfach noch mal studieren. Dann werd doch jetzt Pfarrerin. Und so einen Monat später habe ich dann also angefangen zu studieren, um Pfarrerin zu werden. Ich gehe zur Genezareth-Kirche. Dort treffe ich meine Freundin Franzi. Schön, dich zu sehen. Weil ich hier die Kirche gerne mal zeigen möchte und auch eine Veranstaltung hier mit dir planen möchte. Wenn hier Gottesdienst stattfindet, sitzen die Leute auf den... Dann sitzen die wirklich auf dem Teppich. Wow. Man muss Schuhe ausziehen, aber dann kann man sich's da gemütlich machen. Ich finde wirklich auch so Vulva und... Franzi ist... Vulva-Künstlerin. Also sie macht dazu so Fortbildungsangebote und malt auch ganz coole Bilder. Sie fühlt sich auch in der Kirche sehr wohl. Das ist schön. Als ich Lena kennengelernt habe, ich war erstmal total überrascht, weil mir einfach nicht bewusst war, dass es zu dem Zeitpunkt war sie ja noch Vikarin und jetzt Pfarrerin, dass es PfarrerInnen gibt, die sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Also super spannend, zum Beispiel Gott als nicht-binäre Person sozusagen zu bezeichnen, entweder nur Gott zu verwenden oder eben, ich glaube, Lena wechselt immer ab zwischen er und sie, weniger von Vater zu sprechen, weil vielleicht nicht jeder so eine mega gute Beziehung zu seinem oder ihrem Vater hat. Das sind alles so Dinge, über die ich mir keine Gedanken gemacht habe, weil ich nicht Teil von Kirche sozusagen bin, aber es super spannend finde, wie viel Spielraum es eigentlich dort gibt. Ja, mein Stil ist schon sehr eindeutig feministisch. Ich finde es ja nicht falsch, sich Gott männlich vorzustellen. Aber dann will ich ihn mir auch weiblich vorstellen dürfen. Und das heißt, ich füge also dann auch weibliche Gottesbilder ein. Ich glaube nicht, dass jetzt alle nur noch queere Gottesdienste feiern müssen oder sollten.
Aber ich glaube, dass es gut sein kann, diese Themen hier in diesem Raum zu eröffnen. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist für die Zukunft der Kirche, dass es sowas gibt und dass es die Möglichkeit gibt, dass Menschen sich hier an diesem Ort darüber austauschen können. Mein Ziel ist zu erreichen, dass sich in Kirche wirklich alle Menschen willkommen und sicher fühlen. Und wir irgendwann wirklich eben an dem Punkt sind, wo sich alle repräsentiert und angenommen und willkommen und gleichwürdig fühlen. Ich glaube, es ist so ein Beruf, den kann man nicht machen, wenn man nicht dafür brennt. Oder kann man vielleicht schon versuchen, aber ich glaube, es wird dann nicht richtig gut. Also es ist einfach zeitintensiv, aber es geht ja eben auch um persönliche Überzeugungen. Und ich könnte mir das nicht vorstellen, den zu machen, wenn ich nicht voll dahinter stehen würde. Als Pfarrerin und einfach auch als glaubende Person ist meine Aufgabe, Jesus nachzufolgen. So sagt man das, Nachfolge. Jesus hat sich ja aber auch nicht im Tempel versteckt, sondern der ist eben hingegangen, wo die Menschen waren. Und heute sind Menschen im Internet, in den sozialen Medien. Und dann gehe ich eben dahin. Hallo. Hi, Lena. Schön, dass das geklappt hat. Mhm. Cool, dass du gekommen bist. Legen wir gleich los? Ja. Ich glaube, das ist ein schöner Start in die Staffel. Ja. Kirche ist langweilig und verstaubt. Klemmig und körperlos. Wir moderieren gemeinsam einen christlich-feministischen YouTube-Kanal. Feministisch fromm frei Schnauze, den haben wir gemeinsam aufgebaut, wo wir uns immer GästInnen einladen. Bei mir zu Gast ist heute Rosita aus Berlin-Stadtmitte. Herzlich willkommen, Silke. Andrea arbeitet als Pfarrerin und ist schwanger. Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß eigentlich noch so gut wie gar nichts drüber. Ich habe Lena so als Anfang 20er Mathe-Studentin kennengelernt mit, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht übergriffig, aber mit einem weniger ausgereiften theologischen Profil, wenig bis gar nicht vielleicht. Also wie man halt so irgendwie in Ehrenamt irgendwie so mitmacht, zumindest nicht so nach außen sichtbar. Und dann habe ich sie jetzt 8 bis 10 Jahre später wieder getroffen. Und jetzt hat sie so ganz krass so Haltung und so. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, ich finde das sehr irgendwie stark. So, und ich weiß, dass du da auch so widerständig bist und so. Und das mag ich sehr. Ich habe ja relativ viel so aktivistischen, politischen Content auf Instagram. Und da kriege ich schon sehr viel Kritik. Teilweise sachliche Kritik, aber eben auch viel Hass ab. Das ist jetzt nichts, was mich fertig macht oder so. Aber ich finde es schon krass, dass Menschen halt so empfinden, so einen Hass empfinden. Das ist das, was ich irgendwie so heftig finde. Aber das Schwierige ist natürlich, man muss sozusagen analog oder digital halt erstmal die Menschen irgendwie erreichen. Und ja. Das ist immer, also da gibt es ja immer so eine Hemmschwelle. Also ich erlebe das wirklich sehr oft. Erstmal, dass die Leute halt überrascht sind, dass so jemand Pfarrerin ist. Mhm. Und wenn ich dann so von meiner Arbeit erzähle, oder noch besser, wenn Menschen halt meine Arbeit erleben. Also zum Beispiel eben, wenn die dann wirklich bei uns zu Gast sind und auf der pinken Bank sitzen oder sich so ein Video angucken, dann kommt halt total oft, finde ich, so kann Kirche sein. Ich bin mir tatsächlich sehr sicher, dass ich meinen Traumjob schon gefunden habe, dass mein Beruf wirklich meine Berufung ist. Immerhin gibt es was zu feiern. Der perfekte Tag. Es gibt schon so Tage, an denen mich die hohen Kirchenaustrittszahlen bedrücken, wo ich mich dann eben auch frage, was das für meine berufliche Zukunft bedeutet. Aber andererseits motiviert mich das auch, neue Wege zu gehen und daran zu arbeiten, dass das Bild von Kirche wieder
frischer und positiver wird und so Menschen neu zu erreichen. Mein Glauben gehört zu meinem Leben ganz fest dazu und trägt mich auch durch mein Leben. Ich würde es nicht anders wollen.